Wenn ihr denkt, dass Bestrafungen wie Hausarrest, Rasenmähen oder Social-Media-Verbot harte Erziehungsmethoden sind, dann habt ihr diese Eltern noch nicht gesehen. Im heutigen Video präsentieren wir euch nämlich die schlimmsten Eltern der Welt und ihre komplett verrückten und abgefahrenen Erziehungsmaßnahmen. Mit dabei sind nicht nur heftiges körperliches Training und krasse Kleidungsvorschriften, sondern auch Methoden und Verhaltensweisen, mit denen Kindern auf der einen Seite zu Genies werden können, auf der anderen Seite aber auch ihre gesamte Kindheit verpassen. Es wird also wirklich heftig, deshalb legen wir direkt los. Auf der Nummer 6 beginnen wir mit einer Erziehungsmaßnahme, die für die meisten zwar unvorstellbar in den USA, jedoch nicht selten die bittere Realität darstellt. Und zwar geht es um den strengen Erziehungsstil, der in den sogenannten Mormonenfamilien gang und gäbe ist. Die Mormonen sind eine streng religiöse Gemeinschaft, die ihren Mitgliedern nicht nur Genussmittel wie Alkohol, Kaffee oder Tee verbieten, sondern auch den Konsum von Fernsehunterhaltung und Social Media streng sanktionieren. Darüber hinaus muss jeder Mormone in jungen Jahren mindestens einmal als Missionar gedient haben, was bedeutet, dass man von Tür zu Tür geht, um neue Mitglieder für die religiöse Gemeinschaft anzuwerben. Wenn man als Jugendlicher in einer Mormonenfamilie aufwächst, muss man sich also an zahlreiche harte Regeln und Vorschriften halten, die das eigene Leben extrem einschränken. In einer amerikanischen Reality-Show wurde übrigens vor einiger Zeit mal das Experiment gewagt, bei dem man ein normales Mädchen aus der amerikanischen Mittelschicht namens Julie für mehrere Monate bei Mormonen leben ließ. Direkt am ersten Tag wurde Julie dabei mit endlosen neuen Verhaltensregeln konfrontiert, die sie sofort umsetzen musste, wenn sie nicht bestraft werden will. So musste sie unter anderem jedes Kleidungsstück wegwerfen, das in irgendeiner Form freizügig oder unangemessen rüberkommen könnte. Darunter befanden sich Klamotten wie ärmellose Tops, T-Shirts oder auch nur kurze Hosen. Auch ihr Handy musste sie aufgeben, Internet war verboten und nicht mal Fernsehen durfte sie. Für ein Mädchen wie Julie eine absolute Bestrafung, weshalb sie das Experiment auch nach einigen Wochen von selbst abbrach. Auf der Nummer 5 kommen wir nun zur Familie O'Brien aus den USA, die sehr stolz darauf sind, einen ganz besonderen Titel zu tragen. And we're America's cheapest family. Sie bezeichnen sich nämlich als die geizigste Familie Amerikas. In den letzten 10 Jahren haben die Eltern der 5-köpfigen Familie so gut wie keine einzige Neuanschaffung getätigt und dadurch über $30.000 gespart. Alles, was im Haus der O'Briens kaputt geht, wird durch die eigene Hand repariert, um somit kein Geld für Handwerker oder neue Gegenstände auszugeben. So verwendet die Familie zum Beispiel statt einem neuen Duschkopf eine leere Wasserflasche oder ersetzt einen abgebrochenen Griff einer Pfanne einfach durch eine Zange. Darüber hinaus gibt es nicht mal richtige Möbel wie Sofas oder Sessel und vor allem die 3 Kinder müssen mit diesen extremen Sparmaßnahmen irgendwie zurechtkommen. Auch im Sommer wird das Wasser im Planschbecken des Gartens beispielsweise nicht nur zum Baden genutzt, sondern auch zum Abwaschen von dreckigem Geschirr. Es gibt außerdem auch an Weihnachten kein neues Spielzeug und nahezu alle Sachen zum Spielen bestehen aus selbstgebastelten Gegenständen, da die Eltern wollen, dass ihre Kinder ihr Geld nicht für, aus ihrer Sicht, unnötige Dinge aus dem Fenster schmeißen. Machen wir weiter mit einem Jungen, dessen Eltern ihn zwar auf der einen Seite zu sensationellen Leistungen gepusht haben, der auf der anderen Seite aber auch sehr unter diesen Erziehungsmaßnahmen gelitten hat. Die Rede ist von Richard Sandrack, der in den USA unter dem Namen Little Hercules zu einem richtigen Star wurde. Sandrack hatte bereits als 8-Jähriger den Körperbau eines erwachsenen Profisportlers und war zu unglaublichen sportlichen Leistungen fähig. So stemmte er unter anderem schon mit 6 Jahren 82 Kilo auf der Hantelbank und konnte seinen Körper auf atemberaubende Weise verbiegen und dehnen. All das sorgte letzten Endes dafür, dass Sandrack nicht nur Little Hercules genannt wurde, sondern auch offiziell das stärkste Kind der Welt war. Allerdings waren diese Errungenschaften nicht ganz selbst aufgebaut, sondern lagen vor allem an der strengen Erziehung seines Vaters Pavel. Dieser zwang ihn nämlich mit gerade einmal 4 Jahren zum intensiven Bodybuilding-Training und sehr strikten Diäten, um einen maximalen Muskelaufbau zu erreichen. Ein
Meine tägliche Training-Session bestand irgendwann aus 600 Liegestützen, 600 Sit-Ups, 300 Squats und zahllosen Wiederholungen mit Gewichten. Darüber hinaus durfte er nicht wie andere Kinder leckere Sachen wie Pizza oder Burger essen, sondern musste immer darauf achten, dass er Mahlzeiten mit wenig Fett und keinem Zucker zu sich nahm. Zwar wurde Little Hercules durch seine unglaubliche Körpertransformation schnell zu einem Star, allerdings begann er bereits als Teenager an den Erziehungsmethoden seines Vaters zu zweifeln, weswegen er sich mittlerweile auch anderen Hobbys widmet und als Stuntman arbeitet. Mit dem Bodybuilding hat er trotz aller Weltrekorde mittlerweile abgeschlossen. Weiter geht's mit einer Erziehungsmethode, an der sich viele Eltern zwar ausprobieren, jedoch die wenigsten so erfolgreich sind wie das Ehepaar Anderson aus den USA. Die beiden Eltern haben nämlich das Unglaubliche geschafft und dafür gesorgt, dass ihr Sohn Caleb zum vielleicht intelligentesten Jungen der USA wurde. Denn das, was man eigentlich nur aus Serien wie etwa Young Sheldon kennt, repräsentiert Caleb Anderson in der echten Welt. Mit gerade einmal 12 Jahren wurde Caleb nämlich an einer der renommiertesten naturwissenschaftlichen Unis der Welt angenommen. Dort begann er im Oktober 2020 mit einem Studium des Luftfahrtingenieurwesens und gilt seitdem als einer der Hoffnungsträger für die Zukunft der Luft- und Raumfahrt. Der Grund für diese unglaublichen Leistungen liegt dabei vor allem an der Erziehung seiner Eltern, die ihm bereits mit einem Jahr das Lesen beibrachten. Mit 2 Jahren brachten sie ihm bei, zu zeichnen und zu malen, sowie fließend zu sprechen, wie auch sich mit Zeichensprache zu verständigen. Zwar gibt es auch einige Kritiker solcher frühen Fördermaßnahmen, doch im Fall von Caleb Anderson haben diese außergewöhnlichen Methoden wirklich zu einem unglaublichen Lebenslauf geführt. Weiter geht's mit der Nummer 2 und einer Mutter, die die wohl abgedrehtesten und verrücktesten Erziehungsmethoden der Welt für ihr Kind anwendet. Es geht dabei nämlich um Sarah Birch, die vor einigen Jahren in England als menschliche Barbie berühmt wurde. Der Grund für diesen Namen ist, dass sie in ihrem Leben bereits hunderte Schönheits-OPs über sich ergehen ließ und Millionen Pfund für Botox, Silikon und andere Eingriffe ausgab, nur um am Ende wie Barbie auszusehen. Während man hier jedoch nur über ihr Verhalten als große Inszenierung diskutieren kann, wird es spätestens bei der Erziehung ihrer Tochter Poppy richtig schräg. Seit 2004 ist Sarah Birch nämlich Mutter einer mittlerweile 17-jährigen Tochter, mit der sie immer wieder für heftige Schlagzeilen sorgt. So brachte sie ihrer Tochter im Alter von 6 Jahren nicht nur das Pole Dancing bei, sondern sorgte im Jahr 2011 sogar für einen waschechten Skandal. In diesem Jahr schenkte sie ihrer Tochter nämlich öffentlichkeitswirksam einen 6.000 Pfund teuren Gutschein für eine Schönheits-OP. In den darauffolgenden Monaten ergänzte sie dieses Geschenk dann um weitere Gutscheine, sodass Poppy bereits mit 7 Jahren über Schönheits-OPs im Wert von über 60.000 Pfund verfügen konnte. Zwar löste sie diese aus rechtlichen Gründen nicht ein, aber allein der Fakt, dass die Mutter über solche Geschenke versuchte, ihre Tochter zu einem Ebenbild ihrer selbst zu machen, ist ziemlich umstritten. Kommen wir nun zur Nummer 1 und damit zu Eltern, die ihren Kindern nicht nur extrem viel zumuten, sondern sie auch wie ihre eigenen Angestellten behandeln. In der amerikanischen TV-Show My 600 Pound Life geht es nämlich darum, wie Kinder sich um ihre stark übergewichtigen Eltern kümmern müssen, da diese alleine nicht mehr zurechtkommen. So müssen die Kinder ihrer Eltern, die übrigens alle über 270 Kilo wiegen, sie nicht nur anziehen, sondern auch waschen, bekochen und alleine dafür sorgen, dass das ganze Haus in Schuss bleibt, da die Eltern in ihren Bewegungen extrem eingeschränkt sind. Während andere Kinder in diesem Alter draußen mit ihren Freunden unterwegs sind, müssen diese Kinder beim Einkaufen helfen und sich um die Pflege und Versorgung ihrer Eltern kümmern. Insgesamt kann man also sagen, dass in diesen Fällen die Kinder eher die Rolle der Eltern übernehmen. Zwar ist es oft so, dass sich die Eltern sehr stark darüber bewusst sind, dass sie ihren Kindern durch ihr Gewicht die Jugend rauben und oft deshalb auch voller Schuldgefühle sind. In manchen Fällen jedoch gibt es auch Eltern, die ihren Kindern trotzdem noch vorwerfen, dass sie sich nicht genug um sie kümmern würden und sie so zu quasi richtigen Arbeitern ausbilden wollen. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr am krassesten fandet.
fandet und was davon für euch ein absolutes No-Go ist. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr spannende Videos jede Woche und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut! Wow, 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 wow